Landwirt Praxistest. Stroh und Begrünungen gleichmäßig einmischen, Wurzelunkräuter bekämpfen, Ausfallgetreide und Unkrautsamen zum Keimen bringen und dabei den Boden möglichst ganzflächig durchschneiden. Die Anforderungen bei der flachen Bodenbearbeitung sind vielseitig. Welche Technik schafft das besser? Scheiben oder Zinken? Dieser Frage sind wir in einem umfangreichen Systemvergleich auf den Grund gegangen. Drei Geräte waren am Start. Die Kurzscheibenegge Katros von Amazone, der Flachgruber Stratos von Kerner und die Federzahnegge Supermax von Güttler. Jeder Testkandidat musste im Frühjahr abgefrorene Begrünungen einarbeiten und später noch einmal zum Stoppelsturz nach der Getreideernte antreten. Die Ziele beider Maßnahmen sind letztendlich dieselben, die drei von uns getesteten Geräte jedoch sehr unterschiedlich. Trotz ähnlicher Arbeitsbreite gibt es große Unterschiede beim Gewicht, dem Leistungsbedarf, der Arbeitsweise und bei den Anschaffungskosten. Die Wahl des richtigen Geräts ist schwierig. Hier ein kurzes Resümee aus unserem Systemvergleich. Wer sich für die Kurzscheibenegge entscheidet, hat ein einfaches Gerät, das bei nahezu allen Bedingungen störungsfrei funktioniert und zumindest optisch ein gutes Ergebnis liefert. Der Kompromiss liegt in der Bearbeitungstiefe. Bei sehr flacher Einstellung schneidet sie nicht vollflächig durch. Pflanzen und Stoppel bleiben zum Teil stehen. Der Bearbeitungshorizont zeigt ein welliges Profil. Die Stärke der beiden Zinkengeräte liegt in der flachen Bearbeitung. Mit breiten Gänsefußscharen schneiden sie den Boden vollflächig durch. Große Mengen organischer Masse können zu Verstopfungen führen. Die schneidenden Vorwerkzeuge am Kerner Stratos reduzieren diese Gefahr deutlich. Voraussetzung ist aber die richtige Einstellung. Dazu braucht man viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl. Wer diese Geduld aufbringt, wird in beiden Fällen mit einem guten Arbeitsergebnis belohnt. Die Wahl zwischen der leichten Federzahnegge von Güttler und dem schweren Flachgruber von Kerner hängt wesentlich von der Flächenstruktur und dem verfügbaren Zugfahrzeug ab. Der am Dreipunkt angebaute Supermax begnügt sich mit einem leichten Vierzylindertraktor. Das ergibt ein sehr wendiges Gespann, was vor allem bei feuchten Bedingungen von Vorteil ist. Der gezogene Stratos braucht aufgrund seiner Dimensionen größere Traktoren. Seine Flächenleistung steigt mit zunehmender Schlaggröße. Neben diesen praktischen Erkenntnissen unserer Testfahrer haben wir auch objektive Messungen angestellt. Die BLT Wieselburg hat mit modernster Bildanalyse die Bodenbedeckung, den Bearbeitungshorizont und die Arbeitstiefe untersucht. Alle Ergebnisse unseres Systemvergleichs präsentieren wir euch in den beiden Landwirtausgaben 1 und 2 2017.